Und damit, herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Most Wanted. Wir machen jetzt ein kleines, wie heißen die? Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Mautrennen heißen die, glaube ich, einfach. Ich glaube, die heißen einfach Mautrennen, oder? Ja, ein kleines ist auch gut, das ist echt lang, so wie es aussieht. Aber sollte ja eigentlich kein Problem für uns sein. Ich glaube, wir haben unseren Wagen komplett vollgesteckt mit Tuning. Oder waren wir... Nee, wir waren nach dem letzten Dude gar nicht mehr beim Tuning-Shop, ne? Kann das sein? Das kann sogar sehr gut sein, glaube ich. Plus 10 Sekunden ungefähr. Das war Klaus Aller oder Miroslav. Dann fahren wir hier lang. Gegenverkehr immer gute. Warum auch immer wir hier jetzt gerade langsamer wurden. Ich glaube, es war kein kein Bergauf. Wir geben mal wieder ein bisschen Kette. Aber ich glaube, am Anfang ist das alles noch nicht so furchtbar schwer, auch wenn ich mich manchmal bei den Rennen schon hart anstelle. Ja, nochmal 11 Sekunden Bonus gekriegt und jetzt nochmal, ich glaube, es ist die letzte Mautstelle bis zum Ende, weil wir sind bei 62%. Schön mit 280 hier durchknallen, oder 275 oder so. Scheiße, wenn mein Auto mal in Wirklichkeit so schnell fahren würde, das wäre ziemlich sexy, ey. Eieieiei. Ich kürze hier nicht ab. Ich sage nämlich, abkürzen ist hier nicht schneller, weil man Zeit verliert, wenn man durch die Zäune fährt und weil man ziemlich viel langsamer wird, wenn man nicht auf der Straße fährt. Ich kann mich absolut täuschen. Gefühlt ist es aber so. Sehr schön. 227, weiter. Gut, hier ist natürlich gar nichts. Das heißt, wir gehen aber zum Unterschlupf und machen jetzt direkt weiter mit, ich würde sagen, nochmal so einem K.O., weil das fuckt mich echt ab. Die K.O.s finde ich, also das letzte K.O. war richtig zum Kotzen. Okay, kurz nachdem die 1 abgeblinkt ist, da muss ich richtig Gas geben. Und Regen ist übrigens auch richtig zum Kotzen. Das kann ich aber nicht ändern, glaube ich. Also ich kann das schon ändern, aber dann ist halt kein Regeneffekt mehr da. Und dann sieht es, glaube ich, kacke aus. Ich glaube nicht, dass ich das nur ein bisschen ändern kann. Freddy meinte, dass... Also, darüber haben wir im letzten Part, glaube ich, schon geredet, dass das Spiel auf YouTube aussieht wie ein Fuß. Darauf hat Freddy mich hingewiesen und das stimmt, aber... Ich weiß nicht, wie ich das ändern soll. Da ist der YouTube-Codec halt einfach kacke. Ich nehme auf 50.000 Frames auf. Nein, nicht 50.000 Frames, Mann. 50.000 KB auf. Ich könnte das noch ein bisschen erhöhen, klar. Aber ich glaube nicht, dass das den Unterschied bringt. Fetter Renault übrigens. Ich finde es schade, dass das hier ein Fiat Punto ist und kein Abarth Punto. Das wäre irgendwie cooler. Und realistischer, so mit dem vergleichbar, was hier mitfährt. Naja, Clio ist ja jetzt auch nicht so der Serienstraßenwagen. Oder schon ein Serienstraßenwagen, aber ein, ein Abarth Punto wäre ja auch ein Serienstraßenwagen. Da hätten wir abkürzen können. Das machen bestimmt auch welche von denen. Wo bleiben die? Ne, keiner von denen kürzt ab, okay. Interessant. Ich muss mir unbedingt mal merken, eigentlich, wann ich welche Upgrades kriege. Das ist übrigens ein extrem langes Rennen. Kotzt mich jetzt schon hart an. Aber kann man nicht ändern. So, Griffin fliegt gleich raus, hoffe ich. Keine Ahnung, welcher Griffin ist. Also an sich finde ich die K.O.-Rennen ja lustig. Ja, er ist rausgeflogen. Aber das letzte hat mich halt hart angepisst, weil die Gegner einfach ziemlich... Ja, halt an, ey, du dummer Hurensohn.
Wahrscheinlich weil er eine Ampel rot oder so. Aber ich bin halt hart davon ausgegangen, dass er einfach weiterfährt. Leider. Aber egal. Ich weiß auch noch nicht, wie es sinnvoll ist, ob man Nitro auf Geschwindigkeit oder auf Länge einstellen sollte. Ich glaube, diese Mischung, die wir fahren, ist nicht schlecht. Ich glaube, für diese Blitzerrennen wäre tatsächlich Geschwindigkeit besser. Weil da brauchen wir halt nur Geschwindigkeit. Und der überholt mich einfach bei 2,36. Also er wollte es gerade einfach machen. Das war richtig eng. Und das war richtig gut. Es fahren wieder beide geradeaus. Wahrscheinlich ist jetzt hier wieder so ein... Oh Gott, das war ein bisschen scheiße gefahren. Das gebe ich zu. Sehr schön. Kleiner Fun Fact zu einem Punto oder zu einem Punto GT, wie das hier wahrscheinlich einer sein wird. So ein Auto, beziehungsweise den Vorgänger, hätte ich fast mal gekauft. Und zwar vor ein paar Wochen. Sogar erst. Denn es stand ein günstiger Punto GT zum Verkauf in eBay Kleinanzeigen drin, bei mir direkt in der Ecke. Und dann hätte ich den Motor genommen, denn das Auto war ziemlich im Arsch. Das war krass eng, geil. Das Auto war ziemlich im Arsch. Und dann hätte ich den Motor einfach in mein Uno gesteckt. Bisher hatte ich, glaube ich, schon mal in Underground 2 erzählt. Das ist der gleiche Motor wie im Uno Turbo. Hat dann ein bisschen mehr Leistung als im Uno Turbo. 133 PS Serie oder 131, glaube ich. Oh Gott. Es laggt gerade extrem. Freddy meinte, das sieht man gar nicht. Aber er meinte halt auch gestern in der Aufnahme, er sieht das in Rennspielen nicht so. In First-Person-Shootern fällt ihm das viel mehr auf. Kann ich tatsächlich nicht verstehen. Ich kriege Kopfschmerzen von Most Wanted, weil das so wenig Frames hat. Also es läuft jetzt gerade mit 40 Frames. Mehr als 26 kann man aber eh nicht sehen. Das ist kompletter Blödsinn. Ja, ich kriege Kopfschmerzen von der niedrigen Bildrate. Das nervt mich ein bisschen, aber... ja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Von daher ist das nicht zu schlimm. Und hier fahre ich übrigens jedes Mal gegen. Aber das ist schon in Ordnung. Wir haben nur noch Smoothie hinter uns. Der ist gut 300, also fast 300 Meter entfernt. Ja, guck mal, gut 300 Meter sogar. Und ich fahre einfach mal gegen die Wand. Das macht mir besonders viel Spaß. Zack, gewonnen. Ich habe gerade von meiner Freundin einen Zettel gebracht gekriegt von der Deutschen Post, dass ich leider nicht zu Hause war um 9.46 Uhr. Ich war da zu Hause, aber okay. Geklingelt hat da keiner, aber okay. Oh. Was das für Kreise zieht. Ich muss unbedingt nach Camden Beach kommen. Angeblich sollen die Quoten da besser sein. Mal sehen. Knöpf dir die Typen weiter vor. Du kriegst Racer. Ist nur eine Frage der Zeit. Wir sehen uns. Ja, ne? Vic ist dran. Das ist der Trottel, von dem ich dir erzählt habe. Racers Prügelknabe. Er hat dich herausgefordert. Streich ihn also von der Blacklist. Das sollte Racer und seinen Leuten eine Lehre sein. Ich unterstütze dich, bis du es geschafft hast. Gar keine Ahnung, wer Rock eigentlich ist. Nein, das ist nicht Dwayne The Rock Johnson. Denke ich zumindest nicht. Wir fahren jetzt an eine Radarfalle. Dann einen Sprint und noch eine Maut. Würde ich sagen. Und dann sollte es spätestens morgen in dem Part auch soweit sein, dass wir gegen Vic fahren. Wir könnten ja jetzt schon gegen ihn fahren, aber wir machen natürlich alle Rennen. Ja, okay, auf einmal... Ja! Verkehr wie in echt. Alle fahren wie dumme Arschlöcher. Bang! Minimales Kopfradio 10,1 Kilometer lang und wir fahren das.
Ah, das ist eine Mautstrecke. Ups, ich dachte, das wäre eine Radarfalle. Ich dachte, ich hätte gerade eine Radarfalle markiert. Upsi. Aber Mautstrecke ist auch cool. Und es ist übrigens immer die gleiche Strecke gefühlt. Kann auch sein, dass die Strecken überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und ich immer nur denke, dass sie gleich sind wegen den Tunneln. Hier ist übrigens noch überleuchtet. Aber hier draußen ist halt besser, ne? Also ich habe Blumen jetzt halt komplett ausgemacht, ne? Noch weniger geht nicht. So. Alter, nichts umgefahren. Ich bin ein bisschen stolz, ey. Alter, 1 Minute 11 oder so? Ne, 1 Minute 40 sogar. Ist dann schon Ende? Oder kriegt der nur 20 Sekunden nochmal? Und Regen, nice. Hui. Ja, ich liebe Regen, hui. Okay. Ich finde diese Art von Rennen sehr klug. Muss ich ehrlich sagen. Denn überleg dir mal, du fährst um sehr viel Geld, ja? Und 10.000 Dollar oder halt einfach mal ein Auto sind sehr viel Geld. Nein, da fahre ich nicht rein rechts. Das ist keine Abkürzung für mich. 10.000 Dollar oder halt ein Auto sind sehr, sehr viel Geld. Und du kannst deinen Feinden ja nie trauen. Ne? Verarschen die dich, wenn es um einen Sprint geht oder sowas. Das dachte ich mir bei den Downhill Drifts schon, bei Underground 2. Woher weiß man eigentlich, wer welche Punkte kriegt? Da gibt ja keinen Schiedsrichter oder so, da sitzt einer neben dir. Und das hier ist mega klug. So, du fährst einfach eine vorgegebene Strecke oder beziehungsweise du fährst einfach von einer Mautstelle zur nächsten und vergleichst die Zeiten. Das kann man nicht betrügen. Auf so einem Mautding steht ja immer drauf, wie lange du gebraucht, also wann du da warst. Klar, man kann das jetzt mit verschiedenen Autos machen, ne? Also man stellt einfach Leute überall an die Dinger hin und lässt die abstempeln nacheinander. Ruft sich halt gegenseitig an. Aber so an sich ist das hier, glaube ich, die sicherste Art von Rennen. Jetzt nicht straßenverkehrstechnisch sicher, sondern betrugstechnisch. Aua! Also zumindest für ein illegales Straßenrennen betrugstechnisch am sichersten. So, fertig mit 24 Sekunden Restzeit. 23:60. Schön. Und wir sind in der Nähe von Naradafalle. Nice. Dann fahren wir da nochmal kurz hin. Würde ich sagen. Wir sind immer noch ein bisschen im Voraus. Das heißt, heute ist, glaube ich, Part 6 online gekommen. Ich kann gerade leider nicht nachgucken. Also, wir haben den 24. wie gesagt. Ich habe auf dem rechten Bildschirm halt OBS offen. Nicht mal eine Liste, wo drauf steht, wann welcher Part online kommt. Nicht mein Uploadplan. Ich übrigens extrem geil finde. Uploadplan ist immer schön. Dann weiß man nämlich, was, wo, wann, wie los ist. So, wieder Kopfrisiko minimal. 2.500 bei 6,3 Kilometern. Machen wir. So. Ja, so komme ich in einen perfekten Start. Sehr cool. Ich finde das mit dem perfekten Start ehrlich gesagt ein bisschen schlecht, zumindest bei Most Wanted, denn man kommt sehr schlecht auf diese in diesen blauen Bereich und kann ihn auch sehr schlecht halten. Ich hoffe, das war nicht dumm, was ich hier mache. Das war definitiv dumm. Das war noch dümmer definitiv alles. Da habe ich leider ein bisschen die Kontrolle verloren. Wir fahren unten lang, würde ich sagen, oder oben. Was habe ich gerade umgefahren? Habe ich überhaupt gerade irgendwas umgefahren? Sagen wir fahren unten lang. Auch wenn das oben ist, aber macht ja nichts. Dann kommen wir nämlich gerade hier auf den Streckenabschnitt und ich habe keine Ahnung,
Wo überhaupt die nächste Radarfalle ist? Im Tunnel, okay. Nummer 32. Hui! Turbo Freak, nice. Oh Gott, wir sind viel schneller als der. Diese Art hier ein Rennen zu fahren ist natürlich auch ziemlich klug. Aber irgendwie auch überhaupt nicht, weil man ja übel lange warten müsste, bis man die Ergebnisse davon kriegt. Ne, weil man müsste ja jedes Mal warten, bis einer den scheiß Bescheid vom Amt kriegt. Plus, man wird halt einfach seinen Lappen verlieren. So, wie weit vorne bin ich? Knapp 100 km/h oder knapp 90 km/h. Sehr schön. 1093 km/h. Crash mich erstmal richtig weg, warte mal, was will ich sehen. Okay, wir sind ja doch recht in der Nähe von den Dingern. Würde ich sagen, da fahren wir mal kurz hin. Nein! Der ist 10-10 dumm. Ich komme da immer drauf, weil ich auf B annehmen habe und auf... Nein! Ah, oh, Mann! Und auf X ablehnen. Anstatt auf A. Ich habe ehrlich gesagt nicht mehr meine Ahnung, warum ich das auf X habe. Ich glaube, es hat sich einfach so ergeben. Keine Ahnung. Auf jeden Fall lief der Part bis jetzt echt zufriedenstellend, muss ich sagen. Wir machen jetzt nur noch dieses Sprintrennen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part bei Vic. Dann zimmern wir den kleinen Vic mal auseinander, würde ich sagen. Ich denke, das schaffen wir heute nicht mehr. Und ich habe auch heute keine Zeit. Es sind nur noch 3 Minuten, das schaffen wir definitiv nicht heute. Den Sprint, wenn ich den einmal neu starten muss, wird das vielleicht länger dauern. So, Kopfrisiko maximal, Alter. 6 Kilometer, nice. Ja, dann zimmern wir die mal kurz auseinander, ne? Da war ich ein bisschen zu spät, leider. Aber macht auch nichts. Da fährt noch ein Punto mit, schön. Und das war ziemlich dumm. Ei, der Witzke. Ich habe übrigens keine Ahnung mehr, welche Autos es in Carbon gab. Darauf freue ich mich am meisten. Genau, also das war auch so eine Sache, auf die ich mich in Ironrun sehr gefreut habe, die Autos. Und in Carbon gibt es, glaube ich, auch wieder mehr zu tunen. Bin ich der Meinung, dass man in Carbon wieder mehr Tuning-Optionen hat. Kann da sein, dass ich mich komplett täusche irgendwie. Hihi. Ich bin der Meinung, in Carbon gab es mehr Tuning-Optionen. Wir sind bei 35% aller. Alle sind noch sehr nah zusammen, das ist sehr gut. Diese Ecke kannten wir schon. Aus dem Rundkurs, was wir gefahren haben. Nicht im Rundkurs. Rundkurs gab es ja keinen dieses Mal. Aus dem K.O.-Rennen. Okay, da habe ich mich gerade spontan umentschieden, diese Route hier zu fahren. Und er blockiert mich erstmal hardcore und er hat hardcore Crash gebaut. Und ich glaube, den kriegen wir nicht mehr eingeholt. Bezirk Rosewood, wir haben einige Meldungen über mehrere gesuchte Raser reinbekommen. Zuletzt wurden die Verdächtigen gesehen in südlicher Richtung. Ja, da würde ich auch hochfahren. Einheiten im Gebiet bitte anrücken. Okay, da wollte ich anders abkürzen, aber es ging nicht. Da wäre ich gerne hinten rumgefahren, das wäre glaube ich schneller gewesen. Ich würde sagen, das können wir nochmal neu fahren, außer er macht jetzt halt irgendwas ganz Gravierendes. Das hatten wir ja schon ein paar Mal, dass die einfach so angefangen haben zu bremsen, so wie er jetzt hier. War komplett... Ja gut, schade. Das starten wir nochmal neu. Ich würde aber sagen, wir sind im nächsten Park wieder, wenn ich... das hier abschließt, das Rennen. Bis dahin.
Haut da rein und tschüss.